Hallo und sehr ganz herzlich willkommen zu diesem Video von Monster Camp bzw. Monster Manual. In diesem Video stelle ich euch ein Pokémon vor und sehr wahrscheinlich im zweiten Video des heutigen Tages auch. Doch in diesem Video stelle ich euch erstmal Aurorus vor, bzw. die meisten werden jetzt das hier bekommen haben, nämlich die Vorentwicklung oder die Vorstufe. Und deswegen interessiert mich jetzt mal das Pokémon, ob es sich lohnt, das aktiv im Kampf zu verwenden. Denn man kann es ja als Bonding hernehmen. Doch, ja, ich sag mal so, bis jetzt hatte ich noch nicht auf dem Schirm, dass es ein gutes Pokémon sein soll, sein könnte, sein würde, wenn man es trainiert. Deswegen schauen wir es uns einfach mal an. Hier sehen wir schon mal, die Attributswerte sind relativ niedrig hier. Special Defense und Speed sind die höchsten Werte mit 98 bzw. Leben mit 108 ist der höchste. Also man sieht ja schon, es ist relativ tanky, aber hat auch eine schöne Geschwindigkeit. Special Attack und Physical Defense mit 88 sind relativ weit darunter. Oder ja, 20 darunter und hier 10 darunter. Also es ist jetzt nicht die Welt, aber unter den Mittelwerten, das ist sehr, sehr schade. Was bedeutet, mit den legendären Pokémon kann es logischerweise nicht mithalten, mit den epischen auch nicht unbedingt und mit den Ultrabestien leider auch nicht. Doch vielleicht hat es ja irgendeinen Wert, der gerade den Leuten, die am Anfang stehen, die jetzt diesen Monat angefangen haben, vielleicht können sie dieses Pokémon verwenden. Schauen einfach mal weiter bei den Skills. Wir fangen ganz unten an. Hier einfach nur erhöhten Special Attack Wert mit Snow Warning, das ist die Ability. Dann haben wir Rock Throw, Cause Rock Type Special Attack Damage, Range Singer, Skill Power 75. 75 ist eigentlich ordentlich. Das Pokémon ist von Typ Eis und Rock, hat also interessante oder gute Typen. Natürlich jetzt nicht gegen Feuer beispielsweise. Doch ich würde mal sagen, das kann man erstmal verwenden, gerade am Anfang. Icy Wind ist die nächste Attacke von Typ Ice, causing Ice-Type Special Attack Damage and lower Target Speed by 10% for 3 Rounds. Das hier ist eine sehr schöne Attacke, denn man greift die ganze Gruppe an, Skill Power 35 und man reduziert den Speed von all deinen Gegnern. Das ist sehr schön, vor allem 10%. Du kannst, hier ist kein Cooldown, was bedeutet, du kannst dreimal angreifen und insgesamt 30% Speed rausnehmen. Das ist ordentlich. Das ist echt ordentlich. Als nächstes haben wir Frozen Ray, Cause Ice Type Special Attack Damage, Range Single, Skill Power 75. Vor allem in der Kombination mit Regirock könnte diese Attacke hier auch schön sein, denn Regirock kann ja auch den Speed der Gegner verlangsamen oder verringern. Und als letztes haben wir Blizzard. A Howling Blizzard is summoned to strike all enemies, causing Ice Type Special Attack Damage, have 50% chance to freezing enemies. Range Group, Skill Power 65. Ja, mit Skill Power 65 ist es nicht ganz so krass, aber es besteht die Chance, und zwar eine 50%ige Chance, alle Gegner einzufrieren und es greift die ganze Gruppe an. Wir werden jetzt hier unten auch nochmal auf 10 gehen. Oder auf 11. Jetzt haben wir 12. Egal, passt auch. Jetzt schauen wir uns erstmal noch die Attacken an. Hier haben wir Eis, Eis, Eis und Rock. Hier könnte man natürlich hergehen und sagen, okay, ich nehme, wo haben wir es denn, Mystic Water? Hier unten, wir nehmen einfach Mr. Gorda, damit wir hier alle Eisattacken verstärken. Mehrere interessante Möglichkeiten, man könnte auch hier gerne sagen Charcoal, damit die letzte Attacke geboostet ist, aber ich sag mal so, Charcoal wäre das letzte, was ich nehmen würde, denn nur eine Attacke boosten ist Crablord. Da wäre hier wirklich Mr. Gorda die bessere Variante. Man könnte aber auch sagen, okay, Quicklaw, damit wir einfach schneller angreifen können, der Gegner schneller an Speed verliert und dass wir dann schneller einen Vorteil haben. Dadurch, dass wir aber auch einen hohen Lebenswert haben, könnte man auch hier mit Leftovers arbeiten und das relativ tanky machen. Denn dadurch hält man ordentlich was aus. Wir werden jetzt einfach mal, ich glaube, wir nehmen Quicklaw. Jawohl, hier haben wir eine auf plus 9. Die werden wir jetzt mal ausrüsten. Und wir schauen jetzt auch einfach mal. Warte, wir können hier oben noch bei den Attributen. Hier könnte man entweder, wie hier schon drin ist, mit Accuracy arbeiten, damit man... Oder damit die Wahrscheinlichkeit der Ulti erhöht wird, dass man den Gegner einfriert. Doch dadurch, dass es eben die Ulti ist und man sie relativ selten einsetzt, wäre das jetzt nicht die beste Wahl. Hier würde ich eher hergehen mit Speed Boost, damit man die Attacke, oder besser die Attacke hier Icy Wind hier ein bisschen supporten kann. Oder man könnte auch hier hergehen und sagen, okay, Dragon Whisper. Doch, wie gesagt, ein bisschen Geschwindigkeit ist schon ganz gut. Wir werden das Pokémon jetzt mal testen. Ich hoffe, wir haben hier noch so Low-Gegner. Ja, schauen wir mal Dragny, wie schaut es bei dir aus? Ja, wir werden jetzt erstmal gegen Dragny kämpfen, denn das sind vor allem auch Pokémon, die trifft man am Anfang an. Gerade Glurak sowieso, dann Giratina werden auch die meisten haben. Ampharos holt sich auch sehr viele Leute. Ihr seht auch schon, gegen Glurak habt ihr einen Vorteil.
Gegen Giratina habt ihr einen Vorteil und gegen Ampharos habt ihr einen Vorteil. Eis ist gut gegen Drache. Rock ist gut gegen Dragon und Fire. Ja, also interessant finde ich hier. Drache und Feuer. Und hier Drache, Electric, aber trotzdem ist hier zum Beispiel Rock ist nicht gut. Also Rock ist gut gegen Fire und so weiter und so fort. Jetzt setzen wir erstmal Icy Wind ein. Ihr seht schon, der Damage ist ganz gut. Damage ist ganz gut, der Speed wird reduziert, dadurch habt ihr natürlich einen strategischen Vorteil, denn was, wie viel haben wir? 9,5 und er hat jetzt 3,5, 3,7 und normal hat er ungefähr 5000, also ist schon ordentlich. Das Ganze können wir nochmal machen. Dann wird der Speed ja nochmal ein kleines Stückchen. Ah, das ist interessant, denn normalerweise könnte man annehmen, es stackt sich, doch hier seht ihr gerade, es stackt sich nicht. Es stackt sich nicht, also das kann man nur einmal machen. Oh, die Attacke ist schön stark. Jetzt setzen wir mal die Ulti ein. Ja, ordentlicher Damage ist da. Und das ist das Schöne an diesem Pokémon. Denn ich sage jetzt mal so, am Anfang weißt du noch nicht unbedingt, worauf du gehen sollst. Es gibt so diese Standard-Pokémon, wie jetzt zum Beispiel Logok, Sumpex, Glurak, Ampharos, Gewaldro, Ash, Greninja. Also diese, ich sage jetzt auch mal die Starter, die man aus den anderen oder aus den Editionen kennt. Da es gibt so viele Pokémon, wie auch zum Beispiel Traumagil, das habe ich auch schon mal vorgestellt, ist auch ein schönes Pokémon am Anfang. Agilinsekt bzw. Agilinsekten, dann eben auch dieses Pokémon hier jetzt. Das ist sehr, sehr schön. Es ist jetzt nicht das schwächste Pokémon, es verliert den Speed der Gegner, es kann, zu einer gewissen Chance kann es diese einfrieren. Allgemein Eis sind schöne Attacken oder Attacken von Typ Eis. Dann auch Rock kann man durchaus sehr gut verwenden. Also man hat hier einen großen Vorteil und übergangsweise ist es ein schönes Pokémon. Hier war jedoch meine Empfehlung, trainiert es nicht zu krass, also jetzt nicht alle Ressourcen, die ihr habt, verschwenden, dass es, was weiß ich, auf 2 Millionen Power ist. Denn im Late Game kann man es nicht verwenden, dafür ist es einfach viel zu squishy. Nehmt es wirklich nur am Anfang her, bis ihr bessere Pokémon habt oder bis ihr einen neuen Team habt. Doch ja, eben bis zu diesem Moment, wo ihr komplett einen neuen Pokémon habt und drei schöne Teams fertig habt, könnt ihr es noch verwenden. Das war es aber auch schon mit diesem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, zweites Video. Ich schaue mal, ob ich Silvally vorstellen kann. Der liebe Jeremy hat mir hier seine Daten geschrieben und da schaue ich jetzt, wie ich da reinkomme. Sonst wird es heute wahrscheinlich ein Overview geben. Doch jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns. Bis dann.